ist der Sniffler. Der Sniffler ist geboren. Der Sniffler ist geboren. Und mein Bild ist weg. Wieso ist mein Bild weg? Aber irgendjemand hat mir hier ein Ei hingelegt. Ich weiß nicht, wer es war. Und dann habe ich das Ei hierhin platziert. Und mittlerweile ist es geschlüpft. Das ist ein Sniffler. Ich weiß nicht, wer ein Sniffler ist, aber das ist einer. Und das Bild ist leider weg. Wieso auch immer. Er hat das Bild gefressen. Oh. Ja, Chat, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Und natürlich YouTube. Hallo YouTube. Vor allem YouTube hat das nicht mitbekommen, weil das kam nicht auf YouTube, wird wahrscheinlich auch nicht auf YouTube kommen. Wir haben Sonntag eine kleine Session eingelegt, eine spontane Session. obwohl ich gesagt habe, nächstes Mal erst Dienstag. Hatten aber Sonntag eine kleine Session gehabt, für irgendwie 2 Stunden, wo ich kurz hier angefangen habe. Oh, der Bronzeblock ist jetzt schon verrostet. Das geht schnell, okay. Wo ich angefangen habe, hier ein bisschen was zu machen. Was ist das denn? Criper, oh man! Was ist das hier? Was wird das hier? Wer hat das hier gemacht? Was wird das hier? ich habe so ein bisschen... Oh, Zombie auch noch. Ich habe noch gar kein Bett, ne? Ich gehe mal schlafen. Und Pam Ben, Dankeschön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was das da sein soll. Wer auch immer das gemacht hat. Was soll das? Fudi hat sich bei der Uhr sehr über deinen Kuchen gefreut. Oh, nice. Oh, Dash gibt's. Hat schon geskippt. Der Lurker. Ich habe Sonntag angefangen, hier kurz so einen Weg zu bauen. Hab dann abgebrochen, hab gesagt, wieso soll ich jetzt hier Sand platzieren, wenn wir eh da oben auf dem Berg sehr viel abbauen müssen und dann kann ich die Mats hier benutzen, um das hier zu bauen. Weil wir hatten ja Freitag darüber gequatscht, dass wir vielleicht da oben dann mein Shit bauen, den ich vorhatte zu bauen. Irgendwie so Fabrik, industriemäßig was bauen. Und hab dann angefangen, hier so ein bisschen was kaputt zu machen. Dann haben wir darüber gequatscht, was genau ich jetzt für Mats bräuchte, was für Blöcke ich bräuchte, um das zu bauen, was ich bauen will. Hab dann festgestellt, dass ich vermutlich sehr viel Eisen brauchen werde. Und hab darüber dann getalkt, ob wir vielleicht eine Eisenfarm hier bauen. Meine erste Eisenfarm. Was ist hier passiert? Jemand hat mir meinen Spot genommen. Ich glaube, wir müssen uns einen anderen Spot suchen, Leute. Ich glaube, wir müssen uns einen neuen Spot suchen. Tesi war hier. Die ist mittlerweile auf dem Server. Ist das ihr Zeichen? Ja, ich glaube, wir müssen uns einen neuen Spot suchen, Chat. Denke mal, sie wusste das nicht, dass du an dem Spot. Ja, ich hab's ja auch. Ich meine, ich hab's ja nicht markiert gehabt. Ja, ich glaube, Tesi hasst mich. Ich mach mal hier ein Schild. Wie gehen Schilder? Ne, warte, Schilder gingen, ich weiß es, nicht sagen, nicht sagen, ich weiß es. Die gingen so. Yeah. Chillig. Einfach mal einen Platz geklaut. Respektlos. Mega. Marie, danke schön für 5 Monate.
Ja, der Plan ändert sich heute ein bisschen, aber ja, ich wollte da oben was bauen. Ich wollte da den ganzen Scheiß abreißen. Wir suchen uns heute wahrscheinlich einen anderen Platz. Vielleicht da hinten bei Shimi oder so. In der Richtung. Und ja, hab dann Sonntag mir hier eine kleine Höhle aufgebaut, wo wir so ein paar Grundressourcen erstmal sammeln, damit ich so ein bisschen, ne, langsam ins Game kommen kann. Habe ich mir so eine kleine Höhle hier gebaut. Und wollte so ein paar, ja, so Standardressourcen sammeln, ne? Sowas wie Eisen oder sowas, Kohle. So ein Kram halt für den Start, ne? Und währenddessen haben wir überlegt, was wir für Blöcke benutzen, um dann den Shit zu bauen, den ich bauen wollte. Haben dann im Creative Mode ein bisschen rumgebaut. Ich habe versucht, irgendwas zu bauen, was wie ein Gerüst aussieht aus Eisen. Hat nicht so ganz funktioniert. Und ich habe gesagt, ja, bis heute schaue ich mich noch mal so um, was, wie so die Welt da draußen aussieht, in echt. Und vielleicht machen wir das ein bisschen anders, nicht so, wie ich gesagt hatte, mit ganz viel Bronze. Vielleicht eher weniger Bronze. Vielleicht benutzen wir Bronze. Also der Plan war, alles, also was heißt alles, aber die Gebäude und so aus Bronze zu bauen und so, damit das alles so nach Blech aussieht und so. Aber hab dann festgestellt, dass Bronze halt rosten kann und damit es halt dann nicht rostet, muss es dann einwachsen und so. Kupfer. Und das wird dann alles so ein bisschen einrosten und anrosten wäre an sich okay, weil man kann es ja dann auch aufhalten mit so Bienenwachs oder so. Und das klang alles irgendwie so umständlich. Und dann habe ich das auch angefangen zu probieren, zu bauen im Creative Mode und war nicht ganz zufrieden mit der Optik und so. Und deshalb, wir machen so eine Kombination. Also wir bleiben beim Kupfer, wir werden Kupfer auf jeden Fall viel benötigen, aber dass wir vielleicht damit eher so eher sowas bauen, wie so irgendwelche Rohre oder sowas halt, ne? Haben wir eine Leine oder so für den Sniffer? Ich habe irgendwo eine Leine rumliegen, ja. Was kann der Sniffer-Chat? Wofür ist der? Man kann ihn nicht anleihen. Ich glaube, der Sniffer braucht ein bisschen mehr Platz hier, Chat. Doch, ich habe ihn angeleint. Chat, ich glaube, der kommt da nicht raus. Chat, ich glaube, der kommt da nicht raus. Ja, er ist ein bisschen breiter als die Tür. Und ich bin auf. Ich habe mir dann Chat angefangen, so Bilder anzugucken im Real Life, wie so Fabriken aussehen. Und vielleicht gehen wir doch auf Chat, auf Dingens, auf diese Ziegelsteine. Ziegelsteine sind, glaube ich, ziemlich scheiße zu bauen, oder? Was finde ich denn gerade hier? Was habe ich vorhin gegoogelt gehabt? Dafür brauchen wir, glaube ich, ganz viel Lehm und so, ne? Was habe ich vorhin gegoogelt? Was habe ich vorhin gegoogelt? Ich weiß nicht mehr, was ich vorhin gegoogelt habe, aber auf jeden Fall habe ich sehr viele Häuser gefunden, die halt so typisch mit roten Blöcken sind. Hier zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel. Sowas hier, Chat. Es ist halt sehr viel mit so typischen Ziegelsteinen gemacht. Mit dunklen Dächern und so, aber gleichzeitig hier auch kombiniert dann mit so mit Rohren aus, vielleicht Kupfer und so ein Shit. Deshalb, ja, brauchen wir, denke ich mal, beides.
Dann haben wir auch den Kontrast, den ich gesucht habe. Dann haben wir auch den Kontrast. Lehm ist easy zu machen. Lehm in großen Mengen wird halt dauern. Perfekt. Zwei Nachrichten übereinander, die komplett das Gegenteil sagen. Zombie, danke schön für 17 Monate. Oh, falsche Szene. Willst du denn fucking Ruhrpott bauen? Nein, ich will das jetzt nicht so riesig auch bauen, dass wir jetzt, also ich will jetzt nicht, also man, ich will das halt, sag ich mal so, ich will, es wäre schon geil, wenn es halt riesig ist, weil so ein Industriepark und so, natürlich, sieht dann geiler aus, je größer das ist, ne? Aber ich will natürlich auch irgendwie irgendwann mal anfangen und ich will ja auch irgendwie irgendwas haben, ja, und nicht irgendwie jetzt die nächsten 4 Monate an irgendwas basteln, damit ich dann am Ende ein Gebäude habe oder so, ne? Deshalb, theoretisch, wir können ja so ein Landschafts-, so ein Industriepark damit anfangen, dass wir nur kleine Gebäude bauen und das dann erweitern quasi. Aber ja, um damit anzufangen, brauchen wir halt diese ganzen Steine. Dieser fucking Sniffer, ey. Und Bronze. Aber ja, Steine können wir. Oh. Ist die Tür gerade aufgegangen? Junge, er ist zu groß. Die Tür ist aufgegangen. Mit den Steinen können wir halt dann schon so, sage ich mal, den Anfang, so das erste Gebäude bauen und so. Und was, wenn es darum geht, dann halt was mit Gerüsten aus Eisen zu machen oder mit Kupfer Rohre zu basteln und so weiter. Das ist dann quasi, was später dazu kommt als Deko und dazu, ne? Kann der kämpfen? Ich weiß nicht, was der kann. Kann man den reiten mit einem Sattel? Den Sniffer? Wo ist denn so ein Block hier? Also die Blöcke, die ich meinte. Man kann nichts mit ihm machen. Er existiert einfach nur. Hier. Das ist Ziegel. 4 Ziegel. Und 1 Ziegel ist existiert nicht. Oder ist das hier? Ziegel. Chat, wie crafte ich, wo ist denn das Rezept für ein Ziegel? Ziegel ist einfach Lehm im Ofen. Und wie ist das dann? Ein Lehm, ein Ziegel? Oder kommt dann noch irgendwas anderes raus irgendwie und das muss ich dann nochmal kombinieren, damit ich ein Ziegel bekomme? Ich denke, die ganze Zeit mein Magen knurrt so laut. Ja, okay, also ein Lehm, ein Ziegel. Okay, wie sieht es denn aus mit der Beschaffung? Also ich meine, das kriegt man ja nur unter Wasser, ne? Kann man sowas wie eine Lehmfarm basteln? Gibt's sowas theoretisch? So an Flüssen oder Meeren einfach abbauen. Es gibt Biome, Lush Caves, die bestehen komplett aus Lehm. Okay, aber man kann nicht irgendwie wie so eine Eisenfarm. Es gibt nicht so einen Lehmgolem, der dir dann Lehm produziert oder so, ne? Ja, das Doofe ist halt mit dem Tauchen. Kann ich mir irgendwie so ein Taucherset craften, dass ich unter Wasser atmen kann? Lush Cave ist das Beste. Weißt du schon, Dashcorp, hier bei uns auf dem Server irgendwo so eine Lush Cave gefunden wurde? Ich muss mal kurz googeln, wie so eine Lush Cave überhaupt aussieht. Atmung auf Helm verzaubern, okay. Minecraft Lush Caves. Wie sieht sowas aus? Mhm.
Und was davon gibt mir jetzt Lehm? Wieso willst du jetzt eine suchen? Brauchst du jetzt auch Lehm oder was? Die besteht komplett aus Lehm. Was ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was du mir da geschickt hast. Der etwas hellgraue Block. Das hier, quasi das Weiße da. Der Lehmaxolotl und ich brauche die Pflanzen. Ah. Ja, vielleicht machen wir das heute, Chat. Mission Lush Cave. Lush Cave klingt irgendwie weird. Durch einen bestimmten Baum gekennzeichnet. Hush Cave. Minecraft Lush Cave Biom. Wir können auch zusammen losziehen. Hast du nicht gesagt, du willst das morgen machen? Azlaea Tree. Okay, warte. Minecraft. Also so Bäume mit pinken Blüten. Ja, das klang jetzt so, als wärst du heute verhindert und kannst heute kein Minecraft mehr spielen oder so, weil du irgendwas Wichtiges machen musst oder so. Ich meine, wir können auch zusammen losziehen. Wo ist meine Trashkiste? Ich mache alles, was mich vom Schneiden abhält. Ja, dann schneid doch lieber. Schneid lieber dein Video und ich suche für dich eine Lush Cave. Dass du dann morgen deinen Axolotl dort suchen kannst. Ich will Spaßi haben. Ja, schneiden ist Spaßi. Schneiden ist Spaßi. Kann man so einen Eimer mitnehmen? Nee, brauche ich nicht. Die neue Person ist Bubble Tesi. Ist auch Streamerin und YouTuberin. Mal eine Frau, die mal die Würstchenparty hier aufmischt. Das. Ach, guck mal, Moment, hier ist nur ein kleiner Keggy. Okay, Keggy. Ja, wir sind hier alles nur so männliche Männer. Das Bild ist irgendwie kaputt gegangen. Die geht. Und so haben wir auch jetzt eine Frau am Start. Ja, ich bräuchte. Ich gehe nochmal kurz, bevor ich losziehe, ich gehe nochmal kurz runter. Da war noch Eisen. Ja, die hat ja auch schon ein paar Mal hier geradet. Ich hatte auch schon ein bisschen Kontakt mit ihr gehabt, der leider für sie immer eher doof endete. Weil sie gerne mit mir Content machen wollte, aber es kam immer irgendwas dazwischen. Und ich glaube, mittlerweile ist sie genervt von mir und hasst mich. Wo habe ich nochmal? Ist das da hinten Eisen? Ich hatte hier unten auf jeden Fall Eisen gehabt. Ja, beim ersten Mal wollte sie einen Stream machen. Einen Stream machen zusammen mit mir und noch mit anderen Leuten, wo es um eine Thematik ging, wo ich nicht viel mit anfangen konnte. Und beim anderen Mal wollte sie mit mir ein Quiz machen. Sie ist ja auch bekannt für Quizzes. Wollte sie mit mir ein Quiz machen. Da
Der Hund ist noch heisen. Aber das war Anfang Februar oder so, glaube ich. Und da hatte ich ziemlich viel Stress gehabt. Unter anderem wegen YouTube, unter anderem wegen einigen privaten Dingen. Dann war ich ja sogar noch eine Woche krank und so. Und dann musste ich dann mehrmals absagen und verschieben. Und ich glaube, mittlerweile hasst sie mich. Es tut mir so leid. Wieso bin ich so unfähig, ein Mensch zu sein? Und deshalb hat sie jetzt wahrscheinlich bei mir auch da was gebaut. Als Rache. Sie wusste, dass ich da was machen wollte. Tesi war irgendwie bis 3, 4 Uhr wach und hat noch gegamed. Ja, sie hat gegamed und dabei mir meinen Spot hier auf dem Server geklaut. Wie ich gerade herausgefunden habe. Stark. Ja, ich logge mich ein. Auf einmal, da wo ich schon Steine abgebaut habe, auf einmal steht ein Nether-Portal. Stream-Sniping nennt man das. War halt einfach ein schöner Spot. Ja, es geht, ne? Wie komme ich nochmal zurück? Hier über die Brücke, ne? Ne, warte. Ich komme von hier. Hat jemand schon die Spiegel-Doku zum Anzeigehauptmeister gesehen? Ich nicht, aber die macht gerade mega die Runde, ja. Alle reden darüber gerade. Alle mimen es. Hat wohl viel Meme-Potenzial. Statt was Sinnvolles zu tun, könntest du auch in nachbarlicher Freundschaft einfach eine Kanone oder so in Richtung ihrer Base bauen. Ja, ich baue ja, ich werde mir ja später noch im Laufe dieses Projekts Mechas bauen. Das wird der Punkt sein, wo ich sie angreife. Noch nichts von gehört. Ist das ein Joke? Anzeigehauptmeister. Ja, das ist so ein Typ, irgendwie so ein 19-jähriger Typ, der sich zur Aufgabe gemacht hat, in jeder Stadt Deutschlands jemanden dafür zu verpetzen, dass er falsch geparkt hat. Das ist ein Typ auf dem Fahrrad, der hinten in seinem Dingens, in seinem Käfig hinten, wie heißt das nochmal, dieser Korb, in seinem Korb hinten so ein Schild stehen hat, wo Polizei falsch geschrieben steht, weil du darfst ja nicht dich als Polizei ausgeben. Da steht irgendwie Polizia oder so, irgendwie falsch geschrieben. Und der fährt dann rum, es gibt wohl so eine App. Pozilei oder so, genau, irgendwie sowas, oder Polizifi, keine Ahnung. Es gibt so eine App, wo du Fotos machen kannst, von Falschparkern und denen die den Standort zuschicken und sagen, was da halt falsch gelaufen ist, an das Ordnungsamt halt zuschicken mit dieser App und die gucken sich das dann an und schicken dann vielleicht auch nicht, halt eine Anzeige raus. Und der Typ fährt halt den ganzen Tag auf dem Fahrrad durch die Stadt und macht dann Fotos von anderen Leuten, wie sie falsch geparkt haben und schickt das halt ans Ordnungsamt. Und das wurde irgendwie so eine kleine Reportage oder so auf Spiegel TV und da das ist gerade irgendwie so ein Meme. Alle machen sich über den lustig. Was echt auch echt eine wilde Aufgabe ist, die er sich da vorgenommen hat. Hast du die Willy Wonka-Sache mitbekommen? Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wer Willy Wonka ist. Ich habe den Namen schon tausendmal irgendwo gelesen, aber ich habe nie danach gegoogelt. Ich habe keine Ahnung, wer Willy Wonka ist. Ja, es ist halt lustig, so, dass er es so seriös macht.
dass er es so richtig ernst meint. Er meint das nicht irgendwie so aus Joke oder so. Der Magen knurrt, Mann. Dieser fucking Sniffer. Das ist jetzt unser Haustier-Chat. Wir müssen ihn, wenn wir dann hier umziehen, weil was wir machen müssen, weil ja Tesi hier jetzt eingezogen ist, müssen wir mitnehmen. Charlie die Schokoladenfabrik habe ich nie geschaut. Und da kommt Willy Wonka vor. Nie geschaut. Und was ist jetzt mit Willy Wonka? So, ich wollte mir für unterwegs. Ein bisschen Eisenwerkzeug craften, Leute. Ab wann wonkst du deinen Willi on Stream? Junge. Na, Tesi! Da ist sie. Alles gut, Mann, ist nicht so schlimm. Ich meine, ich hab's nicht markiert, das konnte keiner wissen. Das wussten auf dem Server, wussten es halt nur ein paar Leute. Und das waren, glaube ich, Moggy, Zombie und Deschke oder so. Sonst wusste niemand was davon. Ich habe ja noch nichts angefangen, ich habe noch nichts gemacht, ich habe da nur ein paar Blöcke abgebaut. Wer hier hat's gepetzt? Atrax war's. Es gab ein Event, wo Leute $40 Eintritt bezahlt haben und das ganze Event war so keine 2 Minuten lang. Okay, what the fuck? In Deutschland, oder was? Und Fatality, Dankeschön für 9 Monate. Welcher Bereich war es denn? 2 Sachen habe ich gemacht. Ja, der hier. Da, wo diese Wolke hängt, oder was das ist. Pass auf, Tesi. Siehst du hier? Das ist hier schon so abgerissen. Ich habe hier schon angefangen abzubauen, weil ich hier ein bisschen alles flacher machen wollte. Und du hast dann hier oben gebaut. Und ich habe da hinten auch angefangen, so eine kleine Straße in diese Richtung zu bauen. Und habe hier so einen kleinen, ich weiß nicht, vielleicht kommt das von dir schon, keine Ahnung. Aber ist nicht schlimm. Hab mich schon gewundert, dass der Bereich so komisch generiert ist. Ja, ist nicht schlimm. Ich habe ja eh noch keinen festen Spot. Ich hatte nur überlegt, hier was zu bauen. Ich habe ja noch nichts angefangen. Tesi, die Gemeine, ja. Was hast du jetzt geschickt? Ist das diese Willy Wonka-Sache? Going to the... Was? Oh. Mein Gott, sitzt Michael Jackson? Having no budget. Where's the chocolate river? This is as disappointing as a Taylor Swift concert. Jump scare bitch. Where's Das war's, dieser kleine Bereich, für den hat man 40 Euro gezahlt. The food. This is so trash. I want a refund. This shit looks like an IKEA. Where the hell is Willy Wonka? Oh my god, it's an Oompa Loompa. She's got the drugs for real. The wig is wigging. Oh my god, it's the chocolate river. That shit is whack. Is that supposed to be Daddy Wonka? He's giving leprechaun. Looks like a child pre- Sieht das alles traurig aus? Sieht das alles traurig aus? Das ist einfach so eine Halle, wo sie so ein paar Sachen reingestellt haben. So komplett random. 40 Euro. Stark. Ja, Deschke, wie sieht's aus? Wann bist du bereit für unser Abenteuer?
Also theoretisch können wir schon losziehen. Ich weiß nicht, Chat, brauche ich irgendwas? Soll ich irgendwas noch Wichtiges mitnehmen? Ich habe eine Axt zum Kämpfen, mich zu verteidigen. Ich könnte halt ein Bett. Aber Deschke kann schon die Nacht skippen. Ich denke mal, Deschke nimmt ein Bett mit. Weil er hat wahrscheinlich, er hat eh 2000 Millionen Schafe, die er versklavt. Ich hab eine Rüstung. Also ich habe nur keine Hose, aber. Ich meine, ich kann mit den vier Eisen mir noch eine Hose machen. Das sind Schuhe. Ein Eimer könnte ich vielleicht noch mitnehmen. Und wir laufen, wir machen jetzt keine Nether-Action oder sowas. Wir laufen ja nur durch die Oberwelt und suchen, ihr wisst schon. Suchen nach einer Lush Cave. Eine Schaufel habe ich dabei. Okay. Du weißt, dass die Welt auf hart ist, oder? Ja und? Ja, was soll jetzt passieren? Stimmt, wir können auch so ein Schild machen. Schon. Schild war auch cool. Das war so, ne? Nicht so? Ja, aber was soll passieren, wenn die Welt jetzt auf hart ist? Kommt jetzt ein Skelett und one-hittet mich mit einem Bogen oder was? Da passiert ja nichts. Wir werden ja die Nacht eh skippen. Wie ging nochmal Schild? Schild. Ach so, ging Schild, okay. Schwert brauche ich nicht, ich habe ja die Axt, ne? Damit wird alles weggehämmert. Welt ist auf hart, aber Keggy ist härter. Genau so sieht's aus. Auf hart spawnen Enderdrachen in der Nacht. Ach du Scheiße. Ich habe Minecraft auf Hardcore gespielt, okay? Ich bin geübter Profi. Ja, I guess ich gehe rüber zu Deschke. Ja, und ich bin in ein Loch reingefallen. Und das Loch wäre auch im Normal-Modus da oder im Easy-Modus. Das wäre immer da, das Loch. Okay? Hallo. Hi. Es tut mir so leid. Oh mein Gott. Ich habe da echt nicht viel gemacht. Ich kann das auch alles wieder wegmachen, so ist nicht. Nein, alles gut, Mann. Ich habe halt wirklich nur, also das soll halt noch so mein Haus da oben werden. Und ach, das soll ein Haus da so oben sein? Ja, das wird ein Mond und dann wird da auf dem Mond ein Haus raus. Oh, also, ein Mond. Genau. Also das ist halt das Netherportal da hinten. Also ich kann das, also. Nein, alles gut. Kannst hier bleiben. Oh, ich habe in die anderen Richtungen auch noch Dinge, wo ich was machen kann. Ich bin legit den zweiten Tag auf dem Server und habe direkt einen Platz geklaut. Das ist so unangenehm. Ja, ich bin auch nicht viel länger hier. Okay. Ja, nee, ich hab am Sonntag als erstes Mal hier drauf, so on Stream, und ich war halt so richtig ängstlich, dass ich irgendwas falsch mache, dass ich irgendwas einnehme, was ich nicht einnehmen darf. Wie viel Uhr warst du hier? Direkt. Gestern war ich. Nee, Sonntag meine ich. Sonntag, so gegen Abend. Weil ich war auch noch bis 23 Uhr hier, glaube ich. Lol. Nee, ich war bis 23 Uhr auf einem Singleplayer Creative, stimmt. Ah, okay. Ja, ich war so bis halb. Bis 23 Uhr war ich da, ich auf jeden Fall da so. Okay. 10 bis 11, glaube ich. Ja, lol. I'm sorry. Ja, lol. Ich würde gerne mein Netherportal jederzeit mit benutzen und so. Oh, danke. Also, ja, keine Ahnung. Wenn du hier irgendwie noch Hilfe brauchst, sonst was zu machen, ne?
Ich brauche nur Lehm. Lehm. Wenn du Lehm findest und es brauchst es nicht, dann kannst du es. Hast du da links gesehen? Links ist so eine kleine Hütte in der Wand. Da unten? Ja. Ja. Das ist so mein Starterbase gerade. Wo ich so ein bisschen Ressourcen sammeln wollte. Da sind ein paar Kisten. Also wenn du Lehm findest und es nicht brauchst, kannst du gerne da reinwerfen. Ja, tatsächlich. Das kann ich, also ich glaube, ich habe gerade nichts, aber ich kann schauen. In der Höhle warst du da auch schon drin? So? Also welche Höhle? Bergding? Das riesige Loch neben deinem Haus. Nö. Okay, weil da war ich schon ein bisschen. Ich habe einfach Diamanten gefunden, so richtig random. Wie gesagt, an meinem zweiten Tag hier. Ich hatte Eisen. Ich habe sonst alles, was ich hier habe, Sommer mir geschenkt, was ich gerade anhabe an der Rüstung. Also dann weiter nach unten, wo ich da angefangen habe zu buddeln, weiter nach unten buddeln und nach Diamanten suchen, bringt mir also auch nichts. nee, das ist aber mehr im Berg drinne. Also da, ich war wirklich, es war so zwei Blöcke vor Bedrock. Einen Abend da und alles wird mir genommen. Alle Dias genommen, mein Spot genommen. Beschwört hier so einen riesigen Mond. Ich bleib hier in der Ecke jetzt für immer, okay? So, ich, okay. Warte, ich baue mich an. Hast du meinen Picknickplatz gesehen? Der ist wenigstens wholesome. Was für ein Picknickplatz? Beim Spawn. Ah ja, da gehe ich gleich hin. Ich wollte mich mit Dash treffen. Dann komme ich kurz mit. Ich kann eh nicht so lange gerade bleiben. Also. Dann zeige ich dir noch kurz. Los geht's. Yay! Ich weiß auch nicht, hatte ich gestern einen Hyperfokus und dachte, ich baue jetzt einen Picknickplatz. Und dann ja, Atrax meint im Chat, du hast irgendwie bis 4 Uhr morgens oder so noch gegamed. Ja, also du musst wissen, ich habe einen Baum platzieren wollen, einen Kirschbaum. Und der ist einfach nicht so gewachsen, wie ich wollte. Aha. Dementsprechend musste ich halt ihn immer pellen, wieder neu bauen. Und dann dachte ich, okay, scheiß drauf, ich baue jetzt einfach einen Baum und platziere dann alles so, wie ich es brauche. Aber wir haben ja hier dieses Ding, dass wenn man so ein Holzding wegmacht, dass der Baum ja komplett verschwindet. Genau. Und mein gebauter Baum galt wohl als Baum. Und ich hatte es gerade fertig, wirklich, gerade. Und dann, ich hatte ein Holzding falsch platziert, weg, alles. Und ich musste stark von vorne anfangen. Ich war, oh mein Gott, ich war so mad. Da ist der Deschke. Hallo. Hallo. Jetzt muss ich den Stream muten, sonst wird's verwirrend. So. Okay, ich habe mich schon gerade gefragt, ob mein Spiel einfach nur sehr leise ist oder Tesi sehr leise ist. Tesi, du bist sehr leise. Super leise. Oh, ich bin sehr leise, sorry. Ja. Ich muss mehr in mein Mikrofon reinsprechen. Ich habe ein neues Mikro, das ist gewöhnungsbedürftig. Da hinten ist mein, ich wollte das kurz zeigen. Das ist mein Picknick? Picknickplatz. Ich hatte kurz Angst, dass es das der Bereich ist, den du wolltest. Oder der hier, den ich hier geclaimt hatte. Weil das, nee, hier habe ich noch gar nichts. Jo, dieses riesige Enderportal da oben. Sieht einfach aus wie so ein riesiger Fernseher oder so. Ja, das ist so krass. Das ist so krass. Ja, hier. Komm mal ein Picknick. Chicken, Brot, stark. Ja, ich hatte kein anderes Essen. Alles hier. Ich glaube, ich habe mir sogar für das Brot. Yo, so eine Himmelschaukel. Ja, auch richtig süß. Ich glaube, man kann sogar drauf sitzen, wenn man das hinkriegt. Seitlich, oder? Nee, auch nicht. Ja, aber irgendwie geht das nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie geht's gerade nicht, nee. Ich glaube, es liegt an den hier, aber ich weiß es nicht. Bestimmt an den Ketten oder so. Ich glaube eher dann an den Trapdoors hier. Nee, die Ketten sind genau drüber, also da kann man sich da nicht draufsetzen, das ergibt Sinn. Ich dachte, man sitzt auf der Fläche hier. Also. Aber man kann auch auf Teppich sitzen, hallo? Wie hast du es gemacht? Lol. Auch einfach leere Hand, Rechtsklick. Darf ich auch kein Schild tragen? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt Schild weggelegt. Achso, ja stimmt, weil Schild, dann würde er ja versuchen, das Schild zu priorisieren. Ja, er slidet über den Boden! Das ist ja. Oh mein Gott, ist das süß! Ah. Das wird das nächste Rennen, das Teppichrennen. Let's go! Jo, das Teppichrennen. Ich hoffe, am Anfang ist dann auch ein enges Lavalabyrinth. Ja. Diese Lavateppiche. Stark. Ich habe mir Saplings halt von da hinten geholt, von einem Baum. Und es war nachts und es waren halt so omega viele Zombies und Creeper, Skelette. Und ich wollte halt fliehen, weil ich ja nichts hatte. Aber diese scheiß Rennbahn war mir immer im Weg. Ich bin irgendwie dreimal dann in den Wald draufgegangen, als ich dann noch versucht habe, mein Zeug wieder zu holen und so. Sie hat scheiß Rennbahn gesagt. Autsch, Deschke. Ja, wir kicken sie eh vom Server, keine Sorge. Autsch, Deschke. Nein, die Rennbahn ist super. Ich hab doch schon on-stream gesagt, dass ich sie sehr toll finde. Ja, on-stream gelogen. On-stream gelogen. Du brauchst dich nicht ertränken, deswegen. Ach so, okay. Ertränkt, okay, chill halt. Hast du zufällig hier eine Lush Cave gesehen? Nee. Okay. Das noch nicht.
Ich habe generell noch nicht so viel erkundet. Ich bin halt, wie gesagt, ich habe deinen Platz eingenommen. Ich bin sehr oft gestorben und habe ein Picknick gebaut. Das habe ich aber gestern gefühlt den gesamten Tag gemacht. Das ist schon mehr erreicht auf dem Server als ich. Ah, du hast Kuchen gebacken. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Ich hätte doch nicht mal genug Eimer dafür gehabt. Also ich habe einfach kein Eisen gefunden. Ich habe mir das Eisen geklaut. Auf Anhieb. Das hat mir mit Zombie-Eisen geschenkt. Stark. Ja, aber direkt 8 Diamanten gefunden. Ich dachte so, okay, Leute, ich wollte eigentlich nur Eisenfarben so in der Höhle, aber naja. Kann man machen. Ich habe übrigens so ein Path zum Warden-Bereich, falls ihr da mal Interesse dran habt. Ich habe da jetzt einen Weg hin quasi. Ein Warden? Ich war nicht drin. Ja, dieses Deep Dark, dieses gruselige. Nee, lass mal. Ja, Mann, das ist ein guter. Das macht der Deschke bestimmt irgendwann. Ja. Datenmoggy, Maeve und Zombie. Genug Spaß. Letztens erst mit. Ach, das ist quasi genau unter deiner Base. Unter welcher jetzt so? Also? Unter deiner. Keggy hat ja jetzt keine mehr. Keggy ist ja jetzt obdachlos. Ich gehe in die Ecke, okay. Ja, Deschke, lass losziehen. Ja, lass losziehen. Ja, viel Spaß. Ich muss mich auch noch. Ich bin gleich selber. Jo. Tschüssi. Lass auf den Norden. Bye, bye. Ciao. Nee, Tesi muss sich selber lauter machen. Ich kann sie nicht lauter machen. Du kannst sie auch lauter machen. Echt? Ich kann einzelne Leute lauter machen? Ja. Ich hätte mir vielleicht ein Boot holen sollen. Ah, ich kann bei dir draußen. Du kannst mitfahren. Okay, stark. Ich denke, wir ziehen einfach gen Norden, weil bisher ist noch niemand wirklich gen Norden tatsächlich. Gezogen. Man kann einzeln lauter machen. Das ist stark. Ja. Okay. Weil bisher waren die bei mir alle ungefähr gleich laut. Außer jetzt Tesi, die ist super leise. Ja, die war bei mir auch super leise. Jetzt habe ich sie lauter gestellt. Okay! Hast du schon irgendwie eine Richtung oder so, ein Gefühl? Einfach Norden. Wo riecht es nach Lehm für dich? Norden. Im Norden. So rennt hier schon wieder ein Schwein mit Sattel durch die Weddles? Ich hab dir schau mal auf Discord, was ich dir geschickt habe. Hast du mir was auf Discord geschickt? Was ist das denn? Ich fand's wunderbar. Wo Keggys Schwein während des Rennens wirklich war. Vor allem, das ist so lustig. Ich habe in die Replay-Mod reingeschaut und es ist direkt out of bounds und geflüchtet. Und ist wirklich straight zum Anfang zurückgelaufen. Reddles hatte gar keinen Bock. Stark. Also wirklich gar keinen Bock. Was ist das überhaupt für ein Subreddit? Das ist der von Moggy, der offizielle quasi. Nur von Moggy, okay. Ja, also für die ganze Truppe im Endeffekt. Ach so. Jetzt wurdest du auch dort verewigt. Ich dachte dir, das ist jetzt irgendwie extra für den Minecraft-Server oder so ein Subreddit. Ach so, nee. Gehört der Cape bei dir zum Skin? Das Cape hat man gekriegt, wenn man seinen Mojang-Account zu Minecraft, geiler zu Voice-Crack. Microsoft migriert hat. Was man eh machen musste, das war ein bisschen doof. Und Fried, Dankeschön für 13 Monate. Ich glaube immer. Was ist das denn jetzt für ein Cheater-Scheiß? Richtiger Cheater-Scheiß. Meine Kiste mit meinem Bett drin. Ja, und wieso trägst du nicht einfach das Bett so mit, anstelle das in der Kiste? Weil diese Kiste ein zweites Inventar ist. Okay. Ja. Ach so, das fällt gar nicht raus, wenn du es kaputt machst. Genau. Ah, okay. Das kann ich immer mitnehmen. Jetzt fahren wir gemeinsam romantisch am Sonnenaufgang vorbei. Deschke, der miese Hacker. Richtiger Hacker, ja. Also ich muss jetzt Ausschau halten nach Bäumen mit pinken Blümchen. Ja, Zerlenbäume. Die suchen wir. Also entweder das oder wir haben Glück und sehen irgendwo gleich eine offene Cave. Also hier links war ich schon. Ja, du suchst sie, weil du hast ja die Zoom-Mod. Ich hab die Mod nicht. Achso, ich wollte dir noch was geben. Apropos Zoom-Mod. Oha, gibst du mir jetzt so ein Ding? Ich geb dir jetzt ein Ding. Oha, krieg ich jetzt ein Ding? Ich krieg ein Ding! Das Ding. Und du hast das Ding. Jo, okay. Let's go! Du fährst, ich scoute. Let's go! Finde ich gut. Aber der kann auch nur so weit ranzoomen, wie auch ich eingestellt habe, dass die Chunks geladen werden, ne? Ich habe keine Ahnung, wie weit das reinzoomen kann. Und Chunks können nur bis zu 12 Chunks aktuell geladen werden. Egal, wie ich das einstelle. Ja. Das liegt jetzt am Server-Einstellung. Außer du packst eine Mod rein. Genau, richtig. Okay. Aber du kannst auch, es gibt eine Mod, die hat Zombie auch in dem Paket. Dankeschön für 13 Monate. Vielen Dank. Oh, ist da vorne. Vielleicht haben wir Glück mit dem Baum, der da steht.
Und die ermöglicht, dass die Chunks auf deinem PC gespeichert werden und nicht auf dem Server. Und dadurch, kannst du ganz viel mehr laden. Wo hast du jetzt einen Baum gesehen? Da vorne steht ein Baum. Gucken wir einfach mal. Nee, der hat keine. Ich hab schon rangezoomt. Verdammt! Mit meinem Fernglas, den ich von meinem besten Freund bekommen habe. Und du hast von Maven Fernglas bekommen? Sind auch alles keine Blumen. Und wie finden wir zurück? Ach ja, du hast ja habe ich einen Cheats, Teleporter dabei. Was für ein Teleporter jetzt? Ja, die Teleporter, die auch, der auch im Spawn steht. Achso, du hast so einen dabei, so tragbaren. Ja, damit kannst du dann immer wieder in die Lush Cave zurückgehen. Und nee, ich habe keinen Optifine. Ich habe nichts an Mods. Ich habe nur den Shader. Optifine funktioniert eh nicht mit dem Server, weil das ein Fabric-Server ist. Wir haben Iris auf dem Server. Ja, deswegen kannst du Shader benutzen. Genau. Wir haben Fabric, Leute. Ihr habt gar keine Ahnung, ihr Opfer. Ja, echt mal, ey. Was für Loser, ey. So, wo Lushed Cave? Heißt es Lushed oder nur Lush? Ja. Genau. Ach so. Also Fernglas sagt nichts. Ohne Ideen. Was willst du dich erklären? Nach links ist auch nicht mehr so viel. Nee, ich sehe da auch mit meinem tollen Fernglas nichts. Dashke ist verschwunden. Dashke ist despawned. Ich bin für immer weg. Also sagst du dann, wenn wir in der Lush Cave sind, kann ich mir auch irgendeine geile vegane Seife holen? Bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Kennst du nicht die Marke Lush? Nein. Das ist eine Kosmetikmarke, so eine vegane Kosmetikmarke. Ich benutze meine Kosmetik, die ich besitze, ist von Nö. Nö. Die haben halt irgendwie so Creme, Shampoos und so alles Shit. Noch nie klar, gesehen, auch irgendwie so in der Straße. Die sind immer so komplett schwarze Läden, also die sehen immer so schwarz aus. Du weißt, wo ich wohne. Ja, okay, aber du warst ja auch schon außerhalb von deinem kleinen Dorf. Ja, aber auch außerhalb in den Städten bin ich nicht oft und habe ich noch nie gesehen. Nee, tatsächlich das, nicht. Das ist so ein Laden, wo du reingehst und nach 5 Sekunden kommt jemand und spricht dich aggressiv an. Also er ist recht ein Grund, nicht reinzugehen. Wissen Sie schon, was Sie wollen? Ich will nur schauen, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Haben Sie Seife mit Speckgeschmack? Nicht. Vegan schon bestimmt. Wenn du echt einen Speck haben willst, dann eher nicht. Schade. Oh, wir haben Land entdeckt. Oh. Ich kann leider nicht durch deinen Kopf schauen, leider. Schade eigentlich. Kann ich nicht ausblenden. Oh, hier ist ein Schiffswrack. Willst du es erkunden oder wollen wir weiter? Nee, komm. Nee, okay. Oh, ich denke, dann laufen wir ein bisschen. Ist gut für die Waden und so. Weil ich habe nicht so ewig Zeit und das wäre cool, wenn wir dann heute die Cave vielleicht noch finden. Ja, das wäre allgemein sehr cool. Und wie gesagt, also wenn man da einen Teleporter hinstellen, kannst du da immer Ach, du würdest ihn dann sogar da stehen lassen? Ja, ja, dann kannst du immer wieder hingehen und musst nicht die Strecke immer wieder von vorne fahren. Denk mal, das. Die Lutsch Cave. Okay, lass die Lutscher Höhle finden. Willy Wonka freut sich. Let's go. Fucking Willy Wonka. Ich bin richtig tief in die Szene, da wurde alles angeguckt. War sehr unterhaltsam. Bum, 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 bum. Da ist ein dunkler Baum. Ne. Das Grün von diesen Bäumen ist auch ein bisschen dunkler als das Grün hier, ne? Das ist ein bisschen anders, ja. Ein bisschen. Und ja, also es ist immer eine unter diesen Bäumen und ansonsten sind die halt auch manchmal einfach offen. Ach, unter den Bäumen? Ja, ja, man muss sich dann ab dem Baum einfach runterbuddeln. Ich dachte, es ist einfach nur ein Indiz, dass irgendwo hier was ist. Also es ist so ein ganzes Biom. Du kannst einfach straight runterbuddeln, wenn du so einen Baum siehst und dann findest du immer eine Lush Cave. Lush Cave. Du findest immer eine. Lush Cave, eine Base. Na, wir bauen da keine Base in der Lush Cave. Tschüss. Wow! Stark, du bist auch runtergefallen. Das ist keine Lush Cave. Nee, das ist absolut keine Lush Cave. Hoppla! Okay. Also, wenn wir Pech haben, haben wir in 2 Stunden auch noch keine gefunden, ne? Oder sind die schon recht öfters? Ja.
Also es gibt auf jeden Fall mehrere. Aha. Es gibt genug davon. Aber ja. Ja, Chat, wenn ich es nicht mehr mitbekommen habe, um euch kurz abzuholen. Wir suchen eine Lush Cave, weil Lush Caves sind ein Ort, wo Lehm sehr viel und sehr oft vorkommt. Und ich habe entschieden, dass wir nicht einfach alles aus Kupfer bauen, so wie das Sonntag besprochen haben, sondern einen Mix aus Kupfer und Ziegelstein. Und für Ziegelsteine brauchen wir halt ganz viel Lehm. Ganz viel Lehm. Und deshalb suchen wir jetzt. Und Deschke will da eh hin, weil er da irgendwie Axolotls finden will oder so. Ja, yeah, Axolotl. Das sind so kleine süße Tierchen. Und ja, deshalb sind wir jetzt zusammen unterwegs. Und da gibt es so Blumen an den Decken, die so Partikeleffekte machen. Okay. Und die hätte ich ganz gerne. Die sind super. Was ist das da hinten? Ist das auch ein Schiffswrack? Noch ein Schiffswrack wahrscheinlich. Achso. Okay. Ich dachte, wir sind bei Fully zu Hause angekommen. Nee, wir sind in die ganz andere Richtung. Behalte die selbst. Was soll ich selbst behalten? Ich brauche keine Axolotls. Was gehört? Was? Wenn du tauchst, bist du schneller unterwegs. Okay. Ui. Ui. Einfach ganz anderes Spiel auf einmal. Also theoretisch könnte ich jetzt hier diesen Sand hier abbauen, da könnte Lehm rauskommen. Nee, aus Sand kommt Sand raus. Achso, ja, weil es hieß gerade im Chat, also was ist gerade vorhin, dass man irgendwie das am Sand, am Wasser oder so findet. Ja, es gibt immer halt in Flüssen und also im Wasser findest du eigentlich immer. Das ist schon ein komplett eigener Block. Das ist ein komplett eigener Block. Okay, das ist jetzt nicht so. Wir fahren einen Fluss, wir gehen da kurz rein und dann werden wir, oder rechts ist ein Dorf, instant Lehm finden. Okay, das ist jetzt nicht sowas wie Gravel, wo dann ab und zu mal Flint rauskommt oder so. Nee. Ja. Fachbegriffe benutzen. Ja. Da siehst du direkt so. Da hinten ist eine Burg, das ist ein Villager-Dorf. Hier ist zum Beispiel Lehm. Oh, das hellere, ne? Dieses Graublau, ja. Und das ist eher mit der Schaufel oder eher mit Spitzhacke? Gedacht. Schaufel. Schaufel, okay. Genau. Aber wir ignorieren das Dorf einfach mal, würde ich sagen. Vielleicht ist ja was Geiles da. Da ist irgendwie so ein Turm. Zwei Türme einfach. Turms. Da müssen wir die Map aufdecken. Wenn wir da hochklettern. Ich glaube, Ubisoft würde sich freuen, wenn wir auf die Türme klettern. Ist da oben auf dem Berg einer? Nee, auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter landinwärts. Da hinten ist Strand. Also, das ist ja auch wieder eine Insel einfach nur. Sehr inselig hier im Norden. Der Song ist aus Atelier Reiser. Ever Darkness and the Secret Ordinary Days. Ah. Das ist mein Lieblingssong. Das ist Banger. Oha, hier sind Sonnenblumen, voll schön, ey. Boah, voll schön, lass sammeln, ey. Ja, kannst du alle einsammeln. Ich schenke Yasuo, Yasuo liebt Sonnenblumen. Oha, siehst ja auch die Sonnenblume deines Lebens. Ja, genau. Oh, voll toll, ey. Was ist der Baum, der da komisch steht? Ja, da hinten sieht ein Baum sass aus. Sass. Ja, ne? Sass. Hier ist es einfach nur runter, verdammt. Oh ne, ich glaube, das ist. Okay, nee. Der Baum, den ich sah, der sah nur so komisch aus, weil da eine Blume davor stand. Ja, der Baum, den ich sah, sah nur komisch aus, weil er irgendwie sehr steht. Okay. Das Bett auch ein. Deschke? Ja. Ich hab ja den Ding jetzt gespielt. So eine hart, wie heißt das? Insta-Dev-Scheiße. Ja. So wie ich sie gespielt habe, war das. Das ist ein Nether-Portal, lol. War das auch schon auf hart gestellt? Weißt meinst, du das? Also, bei Hardcore-Modus meinst du oder was? Ja, aber weil wir spielen ja hier gerade keinen Hardcore-Modus. Ja, genau. Ja, und also, im Chat meinte jemand, der Server ist hier auf hart eingestellt. Genau. So, und das, was ich gemacht habe mit Hardcore, war da auch hart? Das ist auch hart, nur halt mit Permadeath. Okay. Also Hardcore ist hart mit Permadeath. Okay. Und ich bin halt
Hardcore ohne Permadeath. Nee, also es ist einfach nur hart. Die härteste normale Difficulty. Mit Sterben. Mit Sterben. Mit Sterben. Oh, da oben ist ein wunderschönes rosa Bäume-Biom. Hardcore-Survival-Map wäre auch lustig, ne? Hardcore-Multiplayer-Survival. Ja. Hast du eine Eisenhacke dabei? Ja. Dann sammel. Die hat die 2 Goldblöcke. Viel Spaß damit. Was soll ich damit? Ja, mitnehmen. Achso. Du fehlst da noch viele. Guck mal, hier ist noch ganz viel Rüstung und Eisen. Haben wir auf dem Server irgendwie sowas wie eine Währung? Diamanten sind die Währung. Okay. Also in den Shops kannst du überall mit Diamanten dann halt die Sachen kaufen. Ich habe gehört, bei mir gibt's absolut großartige Rüstungen zu kaufen. Geil. Und Tools. Und bei Maeve gibt's dann Zauber. Ich habe keinen einzigen Diamanten. Tja, dann, die hat Tesi auch alle weggenommen. Ja, die hat mir Tesi alle weggenommen. Musst du ja auch bedenken, Tesi hat dir jeden Diamanten weggenommen. Ja. Das ist ganz schön frech von ihr auf jeden Fall, so, ja. Erst hat sie dich obdachlos gemacht, dir deine Diamanten genommen und dann hast du nicht mal mehr eine Hose an. Und bald wird sie ja auch noch meine Ernte vergiften. Das klingt sehr nach Tesi. Und die Sümpfe, ja. Die Brunnen. Ja. Verdammte Hexe. Die Tesi muss platzen! Die Tesi muss platzen! Oh nein. Meinst du, sollten wir jetzt eine Rebellion gegen sie starten? Ja. Ich vor allem. Ich hab gar nichts, Mann. Du hast einen Knockback-Stick. Das stimmt. Ich kann sie in die Lava knockbacken. Azaleenbaum irgendwo stehen. Nee, ich finde gar nichts. Aber stehen die dann so vermehrt zusammen oder ist das immer dann ein einzelner Baum? Nee, steht immer so einer einzeln. Junge, was ist das hier für ein Eingang? Das ist ja wild generiert hier. Okay, wenn es nur ein einziger ist, dann ist das ja echt wild. Schade. Ja, manchmal guckst du auch wie hier so in so Klippen rein und dann siehst du mit Glück Lush Cave, aber ja. Wir haben kein Glück bisher. Wir haben kein Glück. Komm, Dankeschön für 22 Monate. Pack die Hexe auf den Scheiterhaufen! Deschke, wie heißt der Shader, den ich hier benutze? Der heißt, Complementary Unbound. Genau. Da ist es. Version 5.1. Irgendwas. Den ist auch keiner. Hast du ein Texture Pack oder hast du Vorsicht, auch nur Shader? Vorsicht! Gottes Willen. Ich habe noch ein Texture Pack, das heißt Stay True. Das behält die Vanilla-Optik, aber macht sie ein bisschen hübscher. Okay. Also deswegen auch Stay True, weil es bleibt halt voll true an Vanilla. Auf dem Shimtex SMP gab es sogar eine Tesi-Scheiterhaufen. Ich merke schon, das klingt verlockend. Das Muster wiederholt sich. Das zieht sich durch, ich glaube. Das zieht sich durch, ja. Ja, vielleicht gucke ich mir auch dieses Texture Pack an, weil an sich mag ich den Vanilla-Stil sehr gerne. Ja, ich auch. Und deswegen Stay True wertet das ein bisschen auf, sodass alles ein bisschen aufgehübscht einfach nur ist. Und Texture Pack von Basti GHG leider arschhässlich ist. Ja. Okay, ich Sekret, sage, unter diesem Berg wird jetzt einfach eine Lush Cave sein. Let's go. Du willst jetzt einfach reinbuddeln? Nein. Achso. Einfach nur hochgehen. Und von oben hoffentlich irgendwas sehen. Ich war noch nie so weit von zu Hause weg. Aber ja, stimmt, die Birkenbäume sind zum Beispiel bei mir auch gerade orange, wo ich es im Chat sehe. Also die Blätter sind orange. Ach, die Blätter. Sind herbstlich gerade, ja. Ah. Ja. Und so generell, die Blätter sehen so ein bisschen buschiger aus und sowas. Und das hat sehr viele sehr kleine. Das sind sehr viele Bäume. Ich sehe keinen einzigen. Er ist so dumpf. Versteht kein Wort. Ach du Scheiße.
Hallo? Ach, da bist du. Hallo. Ja, ich hab also da vorne ist ein Eingang in eine Klippe, da würde ich gerne mal reingucken. Da oben sind Pilze. Ja. Sind Pilze geil? Sind die wichtig? Nö. Genau. Also wir haben auch direkt beim Spawn ein Dark Oak Biom, da sind die drin. Wo ist hier vielleicht? Ja, wir haben sogar bei uns beim Spawn den sprechenden Pilz. Und jetzt hier Lush Cave, let's go. Nein? Oh, was ist das denn für eine Schlucht? Das sieht nicht nach Lush aus. Nee, so überhaupt nicht. Sollen wir da hoch zu den Pilzen und von dann haben wir vielleicht dann auf der anderen Seite noch eine Sicht nach unten. Maybe Wavy, dankeschön. Dem Schwein da unten geht's auf jeden Fall gut. Ja, ein bisschen planschen, ne? Ein bisschen Badespaß. Ein bisschen planschi, planschi. Ah, ja. Das ist echt frech, dass wir jetzt schon so weit unterwegs sind und noch nichts gefunden haben in der Richtung. Ich hasse es, Minecraft-Profi zu sein, ne? Ja, glaube ich dir, das muss hart sein. Weil als ich noch kein Minecraft-Profi war, hatte ich noch dieses Auto-Jump drin, das war geil. Und dann haben mich alle dafür geflamed, dass ich ja so ein scheiß filthy casual bin. Dann muss ich das ausstellen. Und jedes Mal, wenn so eine Passage kommt wie die hier, hasse ich, dass ich das ausgestellt habe. Ja, mach wieder rein. Das war schon eine geile Erfahrung. Ich sehe nichts. Ich sehe leider auch nichts. Schade, wollte runterkicken. Wie willst du runterkicken? Ich weiß nicht mal, wo du bist gerade. Ich bin hinter dir. Naja, dann springe ich. Er springt einfach. Ja. Wie hast du das überlebt? Ich hab Schuhe, die mich das überleben lassen, aber du hast meine Boote. Oder so. Wie soll ich sonst runterkommen? Hab ich dir gerade erklärt vor 8 Sekunden. Ja, ich bin. War zu weit weg. Ich hab dich nicht gehört. Achso, warte, pass auf. Drück gleich mal G und dann sind wir in der Gruppe. Warte. G? Gruppe erstellen? Was ist das denn? Bin ich jetzt bei dir drin? Ah, jetzt bist du bei mir drin, ja. Und jetzt kannst du mich überall hören, oder was? Und dich, dich? Ja, jetzt haben wir Global über die ganze Welt. Ah, Voice Chat. Du hast ja meine Boote gerade noch im Inventar. Du kannst dich einfach im Boot setzen. Ich hab deine Boote? Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich, ich hab ein Boot. Ja, und mit Booten nimmt man keinen Fallschaden. Das stimmt, ja. Mhm. Aber ja, jetzt haben wir Global, Global Voice Chat quasi. Crazy. Und das Coole ist dann, man hat halt die Gruppe, die kann man privat stellen oder nicht. Also so, dass wir nur wir uns hören oder nicht. Und würden wir jetzt an Tesi oder so zum Beispiel vorbeilaufen, könnte sie uns auch hören. Und ja. Ja, die darf uns nicht hören. Sie plant wahrscheinlich schon, unsere Lush Cave zu übernehmen. Ah, oh, bestimmt, ja. Sie hat eben schon aufgeschrieben, die Koordinaten, wo der Wald war mit den rosa Blüten, ne? Den grieft sie komplett. Morgen sehen wir den kompletten Wald in ihrem Inventar. Hey, sie klaut uns noch die Gruppe. können diese Bäume auch. Bäume. Können die auch hoch sein? Also können das richtig hohe Bäume sein? Wir hatten dann vorher dahin zu schön links siehst du so riesige Bäume. Die können nicht so sein. Die sind so recht klein. Nee. Okay. Es könnte jetzt hier irgendwo mittendrin einer sein, aber ich sehe auch nirgendwo Blüten. Das ist so enttäuschend gerade. Der Schäfer hat keine Infos. Sie hat gesagt, die schreibt das gerade auf. Oh. Ja, sie sieht ja unsere Koordinaten im Stream, ne? Verdammt. Ach, scheiße. Erstmal Overlay drüberlegen. Kamera drüberlegen. Papier rüberkleben. Bin ich irgendwo netterweise dieser Wald, ey. Oh, ich dachte schon, fuck. Da war nur ein Baum, aber hinter ihm waren Pilze und das sah so aus, als hätte er Blüten gehabt. Das wäre zu schön.
So viel Wald und keine Azaleen. Schlaf mal kurz. Azazelbaum. Man nennt mich ja auch Kleptomanesi. Ach so. Ach so. Jo, einfach Jump'n'Run, Meister. Einfach, ja. Wir brauchen keinen Jump'n'Run auf dem Server. Wir können einfach die Leute hier hin schicken und sagen. Oh, macht. Da hinten? Oh, nee, scheiße, sind auch nur Pflanzen. Fuck. Die Bäume, die wir suchen, sind auch nur Pflanzen. Ja, ich meinte, da waren Blumen. Mann. Bin schon so weit. Oh, da vorne ist ein Jump'n'Run. Aber du wolltest einen Jump'n'Run bauen? Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was alles kommt. Also vermutlich wird ein richtiges Labyrinth irgendwann noch kommen. Hast du, möchtest du schon irgendwie über deine Ideen quatschen oder eher nicht so? Ich habe noch gar nicht so viele Ideen tatsächlich. Also das nächste, was wir machen, ist wahrscheinlich dieses Wochenende ins End zu gehen und den Enderdrachen zu töten. Aber da haben wir jetzt auch noch gar nichts besprochen. Perfekt. Moggy und ich planen das Ende des Servers aktuell. Darüber werde ich nicht weiter großartig sprechen. Inwiefern weil, das Ende? Naja, irgendwann endet dieser Server. Ach so, das meinst du. Ich dachte, ihr meint mit dem Ende. Nee, wir haben halt lustigerweise unabhängig voneinander die fast selbe Idee gehabt, wie dieser Server sterben soll. Okay. Und haben dann heute festgestellt, dass wir unabhängig voneinander die quasi selbe Idee entwickelt haben. Also planen wir jetzt zusammen, wie dieser Server enden wird und das wird lustig. Wird der Meteor immer größer und größer? Nee, wir werden nicht, für die zwei Leute, die es gesehen haben, wir werden nicht das Hermitcraft Season 8 Ende machen. Oh, ich dachte, er hat Final Fantasy 14 gerade, aber okay. Nee, Hermitcraft Season 8 hat einfach den Mond in auf den Server stürzen lassen. Oh, cool. Wir kriegen also Bahamut. Ja, so ungefähr. Und ja, nee, ich habe noch sonst keine Ahnung, was ich großartig in. Also Jump'n'Run und ein Labyrinth vielleicht und dann mal gucken, also. Aber wenn ihr jetzt schon das Ende plant. Ja. Dann gibt es ja ein festes Ende. Ja. Okay, ich dachte, das ist alles Open End. Nee. Der Server endet irgendwann im August wahrscheinlich. Ach, ich dachte, das war nur so dahergesagt. So, mal schauen. Wir gucken erst bis August, wie es läuft. Und dann gucken wir mal, ob wir es beenden. Ich dachte, so war das gemeint. Irgendwann müssen Dinge auch enden. Okay. Denn das Problem ist, je länger sowas läuft, desto niedriger ist das Interesse in der Regel auch irgendwann. Und jeder hat ja auch irgendwann alles erreicht. Und also das Interesse der Leute, die spielen, wird ja immer weniger mit der Zeit leider. Ja, ja. Das ist immer so der Klassiker. Und bevor wir an diesem Punkt sind, hatte ich halt ursprünglich vorgeschlagen, dass wir bis August machen und dann. Ja, deshalb dachte ich, August ist aber nur so eine Zeitangabe. Und wenn es halt bis dahin so aussieht, das hätte schon keiner mehr Bock. Dann macht man das Ende und wenn halt nicht, dann machen wir noch weiter. Ja, also wenn noch super viele alle richtig Bock haben und ja, da muss ich Gas geben, Chat, wir müssen Gas geben, Fabrik bauen. Dann musst du wohl mehr streamen, ne? Das gibt's doch nicht, dass wir keine Lushcave finden. Was ist anstelle rechts? Zu bauen, laufe ich jetzt hier stundenlang und suche eine Lushcave. Ich bin so traurig, dass wir keine finden. Wo finden? Ich hab dich verloren. Hallo. Ja. Mach Optifine. So. Ja, ich mach Optifine. Ja, ich bin weiter Richtung Norden gelaufen. Ja, okay. Ich stand an irgendeiner Klippe und hab in den Abgrund geschaut. Ich bleib mal stehen. Ich seh dich. Oh, nice. Ich wollte mich gerade nach oben bauen, weil für mich sind die Bäume ja orange. Und zwischen all der orangenen Bäume habe ich vielleicht die Chance, einen grünen Baum zu sehen. Ich sehe dich Bäume abbauen. Ja. Werde ich hier heimlich bespannt. Schnell weg von dem. So. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Noch sehe ich nicht. Lush Cave ist ein Mysterium. Ich glaube auch, es war eine Lüge. Es gibt keine Azazelbäume. Die guten Azazelbäume. Also ich kann dir sagen, in diesem Gebiet gibt es wirklich keinen. Hier vorne gerade.
Ja, dann weiter nach Norden, ne? Ey, wir sind schon so weit gelaufen, crazy. Da ist er. Der steht auf dem Turm. Ja, ciao. Jemand schreibt in den Chat, dass Zombie eine Lush Cave gefunden hat. Ja, ja, wie gesagt, Maeve und Zombie sind sehr weit in den Osten gefahren und haben da eine Cave gefunden. Und, ach so, wieso sind wir da nicht auch dahin gegangen? Weil wir nicht die Cave von den anderen griefen und ich gar keine Ahnung habe, wo die ist. Ach so, die brauchen die? Osten. So, keine Ahnung. Aber ich habe absolut keinen Plan, wo die ist. Ich weiß nur Osten. Die sind halt genau so eine lange Tour wie wir, eine große Entdeckertour gemacht. Ich nix sehen. Ich habe eine Lush Cave gefunden. Also ab wo? Minus 450, minus 3850. Oh, da bist du. Wo bist du? Norden. Ach, da. Hallo. Lush Cave, juhu! Anhand, dass es ein Baum ist oder wie? Nee, anhand von, ich habe in die Höhle geschaut und habe Moos gesehen. Und. Yippie! Junge, das klang viel zu echt. Das klang viel zu nah dran am Original. Vielleicht bin ich der Sprecher des Originals. Und was ist jetzt hier Lush? Noch nicht viel. Also hier ist jetzt auf jeden Fall schon mal ganz viel. Und woher weißt du, dass es jetzt Lush ist? Weil Moos nur hier natürlich vorkommt. Und hier siehst du schon mal ganz viel Clay, den du einsammeln kannst. Wo ist hier. Ach, das ist Clay hier. Ja. Schaufel. Achso, du bist da ein Eisen. Eisen schmeißen. Da oben ist noch mehr Eisen. Und noch mehr und noch mehr. So viel Eisen hier. Ja, die brauche ich alle für Schaufel. Ja. Ja, dann lass mal hier was aufbauen, kurz. Oder irgendwo ein. Ja, oder willst du erst tiefer reingehen? Ich würde gucken, dass wir erst die richtige Cave finden. Okay, okay. Weil das ist hier wirklich gerade nur so. Okay. Ja, erstmal irgendwie eine feste Position finden, wo du den Teleporter aufstellst, damit ich weiß, genau. Woran ich mich orientieren kann. Dann mal hier weiter rein. Yippie! Ich hasse es. Dieses Yippie-Ding ist ja jetzt auch so noch mainstreamiger geworden. Mainstream. Ja. Dass super viele Leute das Ding abspielen bei so Short-Formaten. Und sie brechen es alle vor dem Yippie ab. Oh, wow. Oh, hier sind Dias. Niemand lässt dieses Short so weit durchlaufen, dass es bis zu dem Yippie kommt. Einfach die beste Stelle. Skippen alle. Aber warum? Weiß ich nicht. Ist nichts. Wo ist die Cave? Wo ist die Lush Cave? Und woher weiß ich, ab welchem Punkt weiß ich, dass es jetzt die richtige ist? Ach, das sieht man. Das ist eine sehr große, weitläufige Cave dann. Also eine sehr große Cave. Ich hab leider keinen Wassereimer dabei, das ist schlecht. Ich habe einen Eimer dabei. Aber hast du Wasser in diesem Eimer? Wir waren gerade beim Wasser. Weil ich mich jetzt schon runtergebuddelt habe und vergessen habe, dass es vielleicht einen Wassereimer zu setzen ganz klug wäre. Damit du runterspringen kannst. Ich habe jetzt auf jeden Fall Wassereimer. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, wo du dich umgebuddelt hast. Ich bin. Oh! ich sehe dich. Ja. Mach einfach was, genau. Das Lustige ist, du siehst es gleich, wenn du runterkommst. Das sind Dias? Wo sind Dias? Chat meint, das sind Dias. Ja. Wo? Habt ihr Dias gesehen? Direkt neben mir sind Dias. Ach, bei dir auch? Aber ich war noch nicht bei dir und die haben schon Dias gesehen. Ach, da hinten, tatsächlich. Juhu! Achso, ja, in dem Wasser vorhin. Ich hol kurz Dias ab. Mach das. Wenn du das Loch unterkommst, wirst du noch viel, viel mehr Dias sehen und noch andere tolle Dinge. Wie ein Creeper, der gerade in mein Gesicht explodiert. Hier kann man irgendwo Luft holen?
Hier kann man nirgendwo Luft holen, Deschke. Deschke, hier kann man nirgendwo Luft holen. Ich so Deschke, hier kann man nirgendwo Luft holen. Nein. Ich stell, ach so, scheiße. Ja, warte, ich mach, ich muss mich hier kurz durchkämpfen. Und dann stelle ich den Teleporter auf. Hast du Revive dabei? Revive Scrolls? Falsches Spiel. Ich muss nur gerade 10.000 Gegner hier besiegen. Die Gier war zu groß. Als ob. Vor allem hier sind so unglaublich viele sichere Diamanten, die du einfach ja, wusste ich ja nicht. Ich war ja noch nicht da unten. Ja. Und ich wusste nicht, dass die jetzt so gefährlich sind. Ja, unter Wasser meinen immer schwierig. Ja, keine Ahnung, ich dachte, da kann ich hoch einfach hochschwimmen, aber ich konnte da nirgendwo hochschwimmen. So, Teleporter. Ja, ich habe meinen Stuff verloren jetzt, ne? Nö, du kannst gleich zurücktauchen. Ja, bald, ob ich den wiederfinde. So, ich mache den erstmal öffentlich. Der heißt jetzt einfach Lush Cave. Okay. Hallo. Hallo. Und wo? Und da ist das Wasser und da kannst du dann nochmal hochtauchen und dein Zeug sammeln. Ich hoffe, ich find's. Komm sofort hinterher. Du kannst auf Magma-Blöcken, wenn du draufstehst, Shift drückst, da kriegst du auch Luft. Was? Aber dann sterbe ich doch am. Das ist doch Magma. Ach, hier. So, da hast du ganz viel Luft jetzt. Ich habe versucht, was abzubauen, damit ich Luft kriege, aber ich konnte es nicht abbauen. Ich weiß nicht, ob ich schon alles geholt habe. Das weiß ich auch nicht. Gib dir gleich die Dia Ores. Ich hatte einen Dia abgebaut nur. Ja, den habe ich auch angesammelt gerade. Mein Inventar ist schon voll. Ich habe irgendwas Falsches eingesammelt. Weil da waren noch irgendwie Items, aber ich weiß nicht, ob die wichtig waren. Ich glaube, ich habe sonst. Wichtigste ist, ich habe mein Fernglas, ich habe mein Schild. Ich habe ein Boot, ich habe einen Eimer, ja. Der Rest ist egal. Dann hast du alles Wichtige. Weil Eisen finde ich hier genug. Ja. Wieso sind jetzt einfach dir, hä? Ich habe die Blöcke abgebaut. Hä? Hä? Es gibt eine Verzauberung für Sachen, mit denen du die Blöcke abbauen kannst. Okay. Aber. Naja, egal. Wo war das jetzt mal? Jetzt wieder hier runter. Ah, hier. Okay. Ja, scheiß auf die Schuhe, Chat. Scheiß auf die Schuhe. Ja. Wir machen uns neue Schuhe. Ich habe hier glaube, genug Laden Eisen. Sind auch noch gratis Schuhe. Außerdem kriegst du hier gerade mehr als genug Dias. Ja, Dias, Eisen, hier ist da alles da. Da sind Dias, hier hinter ist eine Kiste, keine Ahnung, was da drin ist. Oh, 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 das ist auch gutes Zeug hier. Ja, nice. Ich glaube, hier mache ich mir dann irgendwas. Mach den auf jeden Fall aber einmal kurz wieder ab und dann stelle ich ihn wieder hin, damit. Klick ihn mal mit Rechtsklick an, dann solltest du ihn auch entdeckt haben. Okay, und der ist jetzt privat oder was? Ja. Junge. Wo kommt der denn her? Also ich benenne den mal um in Lush Cave einfach. Aber damit der nicht für alle zugänglich ist, sondern nur für uns. Oha, unsere geheime Höhle. Ja, und guck, wie viele Dias hier. Scheiße, Tesi sieht gerade die Koordinaten. Ach, scheiße. Guck, hier sind noch mehr Dias, da sind Dias.
Da hinten sind Dias. Da sind Dias. So Junge, da sind Dias. Mehr Dias, als ich insgesamt gefunden habe in meinem ganzen Hardcore-Projekt. Hier sind Dias. Wieso sind hier so viele? Wieso nicht? Damit du richtig geil jetzt loslegen kannst. Junge, ich werde hier alles wegnuken. Dann kannst du mehr in meinem Shop kaufen. Hey. Hey. Muss ich mir kurz einen Safe Space bauen? Ich hab gehört, Rüstung gibt es sehr, sehr günstig in der guten Schmiede. Ich hab mir die Shops noch gar nicht angeschaut. Ja, dann wird's mal Zeit heute. Muss ich gleich machen. Yo, Explosion. Explosion. Exoroprosion. So viele Dias. So wenig Axolotl. Und wo sind jetzt die Axolotls? Die leben hier in diesem Clay Pockets halt. Oh, hier sind noch mehr Dias. Alter, sind hier viele Dias. Holy shit. Ausleuchten hier. Bum, 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 bum. Hier werden wir Tag und Nacht verbringen. Da liegt noch ein random Deer rum, den du nicht eingesammelt hast. Du hast ihn gemeint, aber nicht eingesammelt. Ich bin weggelaufen, weil da Monster waren. Achso, ja. Ich hol ihn gleich. Da hatte ich keinen Platz mehr und dann muss ich kurz weglaufen, weil ich angegriffen wurde und dann in Panik und. Man kennt. Man kennt's, das stimmt. Die wichtigste Frage ist aber immer noch, wo ist der Axolotl? Wo ist der Axolotl? Endlich habe ich eine der Blumen gefunden, die ich haben will. Nice. Oh mein Gott, wie groß die... Holy shit! Yeah, das gehört alles bald in meine Fabrik. Gott! Oh mein Gott! Diese gigantische Höhle, die wir gefunden haben, ist winzig im Vergleich zu der nächsten Höhle, die hier noch kommt, in der auch noch 500 Dias sind, by the way. Ihr habt einfach alles gefunden. Ich glaube, ich habe den Wohnort Gottes gefunden. Gottes einfach also. Ja. Bevor aus deiner Familie schaut keiner diesen Stream. Werde ich als Gotteslästerer bezeichnet. Blumen. Als ob ich jetzt kein Holz habe. Ich habe eine wunderschöne Blume. Damit du bist eine wunderschöne Blume. Nein, du bist eine wunderschöne Blume. Das Einzige, was dich schöner machen würde, wäre ein Eimer mit einem Axolotl drin. So, ich dachte, wenn ich in deinem Shop einkaufe. Ja, das auch. So. Das würde dich auch wunderschön machen. Küsst euch doch, küsst du doch ihn. Ich habe Axolotl gefunden. Alles Gute zum Geburtstag. Keggy, ich wollte dir schon immer sagen, du bist das niedlichste Raubtier. Junge, er kennt die Achievements einfach auswendig. Ich habe auch All Achievements Run gemacht. Ja, aber jetzt, ob du die Namen davon merkst. Ja, ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt. Mit sehr vielen Achievements. Ah, schade, ich wurde gerade von hinten geslappt. Ich dachte, das warst du, der mein Booty slappt, aber nee, es war ein Zombie. Noch, Mann. So, jetzt habe ich eine Kiste. Ich brauche mehr Kisten.
Ich brauche mehr Eimer für mehr Axolotl und ein paar Fackeln wäre noch gut. Ich bin kurz unterwegs in meiner Base. Ich kann sonst hier gleich Öfen nicht aufstellen. Nö, ich habe ja genug. Ich auch. Muss jetzt ganz, ganz viele Eimer holen. Und die kann man nur im Eimer transportieren? Genau. Oh, jetzt ist Tesi online. Jetzt werden die Axolotl geklaut. Oh, und alles Scheiße. Wir müssen die ganze Höhle abbauen. Das war's. Achso, und Fackeln wollte ich. So wenig Stein? Ich meine, kann man damit auch? Nice. Notfall springen. Wir jagen den ganzen Berg jetzt in die Luft, damit Tesi nichts bekommt. Bevor sie etwas bekommt, bekommt niemand etwas. Das ist die einzig richtige Einstellung. Doch, doch, gefällt mir. Unterschiedliche Steine zu den Öfen kann man nicht verbinden. Damit du Bescheid weißt, Eschke, ne? Okay, danke. Wenn du das vorhattest, ne? Ja. Geht nicht. Ich war gerade dabei, aber gut, dass du es gesagt hast. So. Boah, ich muss die ganze Zeit so dringend pinkeln, ne? Dann geh doch endlich. Ich hab keine Lust aufzustehen. Das kenne ich irgendwo, ja. Das habe ich bei Minecraft immer ganz schlimm. Da muss ich pinkeln und trinken oder essen und Minecraft. Ich muss erst das fertig machen. Aber ich kann noch kurz das und... Ah, warte. Und dann ist es 2 Uhr. Keine Zeit für Toilette. Muss mal locht werden. Der Server schließt bald. Yeah. Das ist die richtige Einstellung. Die einzig richtige Einstellung. Jetzt ist ein Axolotl-Baby. Ich hab das Axolotl-Baby. Sogar ein Baby, Alter. Ja. Wo Pissflasche? Ich hab nur eine Piss-Schublade. Fucking Piss-Schublade. Ja, dafür muss ich aufstehen. Dieser Eimer in der einen Folge, Freund, das war immer am besten. Junge. Das war ein True Gamer. Oh, noch mehr Dias. Okay. Chat. Lass mal Poll machen. Lass mal Poll machen, Chat. Wer alles einen Piss-Eimer hat neben dem Bett? Anonym Chat, ne? Keiner weiß es. Ihr könnt ehrlich sein, okay? Hattet ihr eine Pinkelschublade? Chat, das ist ganz normal, eine Pinkelschublade zu haben. Okay, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen. Ihr kennt auch eine. Nicht trollen, Chat, okay? Ich will wirklich antworten, okay? Als ob irgendjemand das hat. Ey. Das ist ein Ding. Eine Person hat schon mal 3, 4 sagen, ja, das sind doch alles Trolls, oder? Das sind locker alles Trolls. Ich glaube nicht mal, dass 4 Leute in ganz Deutschland eine Pinkelschublade hatten. Was soll das sein? Eine kleine Schublade, wo man reinpinkelt. Das ist wohl ein Ding. Haben irgendwie Kinder wohl gehabt. Oder haben. Ja, 8 Leute sagen, die haben eine Pissschublade. Niemals. 8 Leute lügen dich an. Alles aus Troll. Ich glaube euch kein Wort. Hatte nur ein Pissregal. Aber fließt es denn nicht alles aus dem Regal raus? Sorry, ich habe dich angelogen, Arschloch. Oh, das waren noch 2 Stück. Und dann reicht das erstmal mit den Öfen. Du kannst bei Maeve übrigens eine Verzauberung kaufen. Ja. Die heißt, wie heißt sie auf Deutsch? Glück, glaube ich, einfach nur. Glück 3.
Und dann kommen mehr Diamanten und mehr Kohle und mehr Eisen und sowas überall raus. Auch mehr Lehm? Das könnte sein. Mal kurz gucken. Nein, scheiße. Ja, mehr Bitches kommen auch. Mehr Bitches, ja. Du musst dann den Bitch-Block finden und den abbauen. Ja, das wird das nächste Event. Bitch-Block abbauen? Ja, wir versuchen die Bitches zu finden. Achso. So, ich habe ein paar Öfen aufgestellt. Hier. Dann brauchen wir gleich noch ein paar. Nee, man kriegt nicht mehr Lehm. Schade. Ja. Ein paar Kisten schnell noch aufstellen. Meine Fackeln habe ich alle verloren. Ich habe auch noch ein paar Fackeln mitgenommen. Ich habe schon mal ausgeleuchtet, so gut es geht. Um die Downside von Axolotln. Man darf die Becken nicht so sehr ausleuchten, weil sonst spawnen sie nicht mehr. Okay. Kleinen Wichser. Halbe Wissenschaft. Ja, Minecraft ist irgendwie. Was ist aus diesem cuten Baugame geworden? Das ist einfach komplexe Scheiße hier nur noch. So, ich brauche Holz und ich brauche Truhen. Das wird jetzt unsere Hauptquelle sein, Chat. Hier werden wir jetzt einige Stunden verbringen müssen. Das wären gute Stunden. Hier können wir über all eure Piss- und Pimmel-Themen reden. Die Lush-Cave, animiert dich dazu? Nee, aber Chat möchte ja immer über Pimmel reden. Was ist eure Lieblingspenisform, liebe YouTube-Zuschauer? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Die gute. Die gute, die eine Form da. Meine! Aubergine, oben dünn, unten richtig dick, Mann. Mein Craften tut weh, sagt Zombie. Wieso? Henry, dankeschön. Was habe ich falsch gemacht? Wir machen dir erstmal einen Guide, was du alles falsch gemacht hast. Das habe ich ihm schon so oft gesagt, Zombie, aber irgendwie würde ich. Nimm mal ignoriert. Einen Stack und halte Linksklick und zieh einen Kreis. Habe ich das gerade nicht auch gemacht? Nee, du machst immer alles einzeln. Oh, das geht ja voll schnell. Ja, das habe ich dir schon so oft geschrieben und du hast es immer ignoriert. Oh, das geht ja voll schnell. Das ist ja praktisch. Oh, toll, jetzt ist es für immer vorbei. Es war immer so lustig zu sehen, wie du alles einzeln gemacht hast. Lustig also. Ja. Oha. Geschenke. Oha. Ja. Kannst du in meinem Shop ausgeben, danke. Und hey, Vladenmehl. Was wollte ich machen? Stimmt. Druckplatte. Ich kaufe mir die Liebe von allen. Ich gebe immer alles weg, was ich habe, damit Menschen mich mögen. Falltür? Ach so, lol. Ist die obere Reihe Kisten nur Deko? Nein. Kommt da jetzt deine Eisenfarm rein? Ja, da kommt meine Eisenfarm rein. So, zufrieden.
dieser riesige Mineshaft hier drin. Ist ja hier auch. Du kannst hier richtig geil exploren. Ja, exploren, schmoren. Ich brauch Leben. Okay, gut. Ich brauch Blumen und Axolotl. Ich geh mal kurz in die City. Ja. Wollten wir kurz die Shops anschauen. Ja. Yeah. Nimm meine Dias mit, vielleicht shoppe ich was. Ja. Yeah. Ja, das Gesicht kann ich gleich noch mitnehmen. Aus dem anderen Haus. Oh, das gibt sogar ein richtiges System. Ja. Wie funktioniert das dann? Wie lege ich jetzt da Dias rein? Du musst das Fass anklicken. Ansonsten kann ich sonst nichts rausnehmen? Du kannst da. Das ist komplett 100% Trust. Ah, okay, Leute, ich kann einfach klauen. Ja, ja, du kannst einfach klauen. Ui. Musst du mit der Schande leben. Free stuff. Ja. Okay, das Dash ist lernen mit Hockeykopf, okay. Hier. Bestimmt kommt da irgendwann mal mein eigener Kopf hin. Oder so. Stimmt, einfach warten, bis jemand was kauft und dann die Dias klauen. Mogis Laden? Hm. Wo ist denn der Laden von Maeve? Dieser gigantische Turm, der da steht, ist der Laden von Maeve. Oh, Leute, das ist ein Laden! Ach du Scheiße. Ja. Also der Plan war, dass jeder einen 10x10 Shop kriegt, ne? Aber hier ist nichts drin. Und dann habe ich Maeve gesagt, okay, du kannst einen 11x10 Shop machen. Und dann du reichst Maeve den kleinen Finger, ne? Und der okay. Frisst dich mit Haut und Haaren. In seinem Laden ist nichts. Schwach von ihm. Ich dachte, ich kann hier was kaufen. Meinst du nicht irgendwie Zauberbücher oder so? Bestimmt mal weitergemacht, das ist der Plan. Okay, weil es ist alles leer drin. Okay, dann verkaufe ich dir ein cooles Fortune-Buch. Ich dachte, du verkaufst nur dir Rüstungen. Ja, ich kann auch unter der Hand. Verkauft Maeve die jetzt. Okay, Maeve ist doch gerade online, oder? Maeve ist AFK, die miese Sau. Wer ist BT? Anmerkung vom BT. Bubble Tesi? Ach so. Oh. Bruder Tuck. Review von M, alles top. Review von Z, gute Ware, stand aber beim Einkauf in Flammen. Was passiert, ne? Heimwerkerabteilung, Schreibwarenabteilung, Sonderangebote. Sonderangebote klingen gut. Die sind einmalig, die Sonderangebote. Anfänger aufgepasst, Verzauberungskit, Einbau gratis. Stark. Ja, kannst dir deinen eigenen Zauberdingens holen. Für zu Hause und Moggy baut sie sogar ein. Gemälde. Obsidian. Aha. Für Netherportale. Aber hier stehen gar keine Preise. Die stehen alle auf dem. Achso, da drauf ziehen. Genau. Okay. Ja. Erstmal dir den ganzen Lehm gleich geben. Was ist eigentlich dieses riesige Portal jetzt da hinten, Deschke? Das musst du Maeve fragen. Maeve hat das gekauft bei Moggy im Laden und dann hat er ein Portal hingebaut. Okay. Sieht aus wie so ein. Oh, ich kann dir sagen, warte. Oh, nee, vielleicht ist es schon zu spät. Das ist ein riesiger Screen. An der richtigen Uhrzeit morgens wird alles lila am Spawn auf jeden Fall. Und nachts scheint der Mond durch und das ist wunderschön. Das Gebäude war gerade so pink. Ah, ja, das liegt daran. Als ob das funktioniert. Cool. Ja, crazy. Das ist immer cool. Was ist dieses Game?
Was ist dieses Game? Das liegt am Shader. Aber ja, der Shader ist insane. Lieb's. Ja gut. May verkauft noch keine Zaubereien. Dann können wir abbauen. Ist auch. Ich habe bestimmt noch ein so ein Buch. Dann nehme ich mir. Ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt. Ich wollte nur gucken, ob er irgendwas hat Interessantes. Optifine geht hier auf dem Server nicht. Ich brauche. Wieso stehe ich hier eine Fackel? Ich brauche Kohle. Ich habe überall Fackeln platziert in dem Dingens. Nee, es gibt extra eine Mod, womit man auch ranzoomen kann. Benutzen die anderen. Ich habe sie noch nicht runtergeladen. Die ist auch wunderbar. Aber ja, Optifine geht nicht. Frag mich nicht wieso. Ich habe keine Ahnung von Minecraft. Ich habe Enderdrachen besiegt mit einem Fisch, das war's. Das war lustig. Und habe irgendwie 3 Streams oder so in der Mine verbracht. Das war auch lustig. Gibt's hier keine Kohle? Da gibt's nur Diamanten in der Cave. Gibt's nur Diamanten und Eisen, aber nur keine Diamanten Kohle. Diamanten und Axolotl. Ich habe noch nie so viele Dias gesehen. Aber hübsch hier! Ja, du siehst auch irgendwann, also wenn du zwischendurch an den Decken siehst, so dicke lila Blüten. Das sind die, weshalb ich die Cave gesucht habe. Ja, so lila Blüten an der Decke habe ich schon gesehen, ja. Ja, das sind die, die machen so Sporen überall so grün und das passt halt perfekt in meine Base, in meinen coolen See, den ich da angelegt habe. Und deswegen wollte ich das eigentlich nur und damit da ein paar Axolotl rumschwimmen. Enderdrachen mit Fischklatschen hat nicht mal Basti GHG geschafft. Ah. Na, Alter. Ja, das ist schon was Einzigartiges auf jeden Fall. Mal sehen, ne? Ich kann nichts, aber Enderdrachen mit Fisch besiegen, das kann ich. Das war auf jeden Fall. Also ich habe den Last Hit mit dem Fisch gemacht, okay? Du hast sogar mehrere, die letzten ganzen Hits alle mit dem Fisch gemacht, ja. Ja. Sei mal nicht so bescheiden hier. Und vielleicht bin ich irgendwie 50 Mal gestorben, bis ich ihn besiegt habe. Ja, das ist egal. Es zählt ja nur das Ende. Es zählt ja nur das Outcome aus dem Ganzen. Nebensächlichkeiten, ja. Das ist ja alles Lehm, Leute. Ja, deswegen wollte ich, dass du in so einen Cave gehst, weil wenn man Ziegel brennt, dann mit einer Lush Cave. Das ist was für in Flüssen rumschwimmen. Ja, nur Kohle gibt's irgendwie nicht so wirklich. Die muss ich mir dann woanders besorgen oder mit Holz, ne? Geht ja auch. Achso, wir sind halt sehr weit unten und Kohle ist halt weit oben. Achso, ab einer bestimmten Höhe kommt das gar nicht mehr. Weniger, also deutlich weniger. Auch Eisen, je tiefer man kommt, desto weniger Kohle und Eisen gibt es. Die sind so in plus 50 ungefähr von der Höhe, glaube ich, am meisten. Welches auch ein Minenschaft. Wir sind jetzt gerade minus 25. Ja, ja, der Mineshaft ist gigantisch. Der zieht sich hier durch dieses riesige Höhlensystem komplett durch. Du hast mir einen Skin gemacht. Kannst du auf den Discord schicken. Aber darfst dann nicht beleidigt sein, wenn ich ihn scheiße finde. Er muss halt schon mein Skin toppen, ne? Das wird schwierig, weil dein Skin ist im wahrsten Sinne des Wortes Skin. Das stimmt. Das ist wortwörtlich Skin. Also, ja, mehr Skin geht einfach nicht. Ist der. Ist dieser Mineshaft, wie offen der hier liegt in der Cave? Das sieht voll cool aus. Ist mit Holz Öfen antreiben sehr unproduktiv? Nö, ist okay. Ist okay. Hey, ja. Geh mal zurück ein paar Meter. Ja. Wo ich gerade bin. Ja. Jetzt nimmst du den Wassereimer hier. Ja. Und dann kommst du hier hoch. Ja. Und dann klickst du Rechtsklick auf den kleinen Freund. Da ist ein Axolotl! Ja. Yeah. Das niedlichste Raubtier. Er sitzt in meinem Becher jetzt. Und jetzt kann sie ihn trinken. Ich kann ihn trinken? Jetzt kann sie ihn essen. Lecker, lecker. Erstmal in den Ofen packen. Kann man die braten?
Nein. Wie er da drin sitzt, ey. Der Kegi braucht Fortune 3 und dein Shop ist einfach nicht fertig. Ja? Der soll mal arbeiten, der Mann. Was könnte ich theoretisch für was könnte ich theoretisch für einen Axolotl verlangen? Alles. Guck mal, da hat der Maeve die guten Deals für dich. Wie wär's mit dem Spot? Ich kauf den Spot mir wieder frei. Den geklauten Spot. Erstmal den Spot zurückkaufen. Das ist ja stark. Ich hab mich verlaufen. Du schaffst das schon. Ich glaube ganz fest an dich. Hey. Oh mein Gott, ist das laut! Mein Minecraft ist viel zu laut. Maeve wartet am Spawn sehnsüchtig auf dich. Ich finde nicht nach Hause. Ich glaube, du gehst in die falsche Richtung. Ich hab doch mein Schild hochgehalten. Nicht hoch genug. Ach, wir haben ja auch gar kein Bett hier. Warte, ich kann ja auch ein Bett hier. Ja, wir haben ja einen Teleporter. Ich kann ja mal mich hinporten, wenn ich sterbe. Ja, ja, aber trotzdem, Bett ist ja angenehmer hier. Achso, ich bleib erstmal bei dem Zeug. Selber volles Inventar gerade. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ein Zeug ist. Da waren alle meine Dias. Du bist nach Süden gelaufen. Bin ich das? I guess. Ich glaube. Ja, jetzt ein bisschen weiter links. Hier war ich, stimmt. Genau. Folge dem Holzpfad. Und hier ist ein gelbes Axolotl. Ja. Yeah. Sind die super selten? Nee. Es gibt nur ein super seltenes, das ist dunkelblau. Okay. Dafür muss man mit Pech mehrere tausend Axolotl miteinander paaren. Der hat verzaubert einen Bogen oder so, der ist voll stark. Oh oh, oh oh. Mach nicht den Rekon, lauf im Zickzack. Oh, da bist du, hi. Der folgt mich, Dash, getöte ihn, er folgt mich. Ich suche ihn. Er verfolgt mich. Töte ihn. Aufgegeben. Er steht da einfach rum und macht gar nichts. Er chillt da einfach. Ich habe meine Dias und ich habe meine Axolotl. Ja, yeah, die wichtigsten Sachen. Und hier ist deine Schaufel. Und dann können wir so zurückgehen. So, jetzt muss ich irgendwie zurückkommen, erstmal lebend. Ja, ich mach mir gleich alles in Rüstung. Ich hab nur kurz hier reingeschaut. Ich wollte jetzt nicht direkt loslegen und Gaming machen. Ich wollte mich nur kurz umschauen, was hier so, wie es hier so aussieht. Warst du im Keller von meinem Shop zufällig? Du hast einen Keller? Ja. Nee. Da gibt's Rüstung und Tools. Für einen Schmalentaler. Aber ich habe keine Schweinentaler. Für einen schmalen Taler. Achso, ich habe keinen schmalen Taler. Für die guten Schweinetaler. An dem Punkt würde es mich aber auch nicht wundern, wenn das die Währung des Servers wäre. So, irgendwas wollte jetzt Maeve. Ja, Maeve wollte dir für 3 Dias ein Fortune-Buch verkaufen. Was ist das? Das ist, wenn du das auf deine Pickaxe machst, kannst du mehr. Also statt einem Dia zum Beispiel aus so einer Ohr sammelst du dann 3, 4, 5 Dias. Okay. Das willst du auf jeden Fall. Also eine einzige Ohr abzubauen lohnt sich in der Regel schon. Ich glaube 2 bis 5 Dias kann man rausbekommen. Da steht er.
Wie teuer ist das Buch? Was nimmst du dafür? 3 Dia. Muss man eigentlich in die Probe abknallen? Yeah. Du hast ein Trident, du Maschine. Alter, der hat ein Trident, Chat. Ja. Chat, der hat ein Trident. Der Geile. Crazy. So. Deschke. Ja. Es war mir eine Ehre. Ja. Mit dir das Abenteuer zu erleben und diese Höhle hier zu finden. Es war wunderschön, ja. Ich mute mich und gehe jetzt pissen. Ich mach die Gruppe aus. Okay, und dann sammle ich noch ein bisschen Lehm oder so. Achso, mit G Leaf Group, dann kommst du aus der Gruppe. Ja, okay. Viel Spaß dabei. Jo, ciao. Ciao. So. Chat, ich gehe schnell pinkeln. Ich muss die ganze Zeit.